Hallo Leute, hier sind die Manic Gamers und wir sind bei einer weiteren Runde DayZ auf dem D-Day-Server. Ich bin der Stormstrike. Ich bin die Poesietreppe. Und ich, Battlebird, ist natürlich auch wieder dabei. So, ich will noch ganz schnell was zur Ausgangssituation vom letzten Mal sagen. Wir sind ja jetzt hier bei Teil 4 der zweiten Session. Und wenn es euch jetzt nicht ganz bekannt vorkommt, das macht nichts, weil wir sind letztes Mal noch in den Wald gefahren, um unser Auto zu verstecken. Und es steht glücklicherweise immer noch hier, ne Battlebird? Das wunderschöne Ding, ja. Und wenn mich nicht alles irrt, dürften wir in der Nähe der Tanke sein, bei der es der Storm in Teil 1 oder so war. Ja, und jetzt versuchen wir halt mal noch, uns so schnell wie möglich zu finden, weil es zieht sich ja sonst nur ewig heraus. Jo. Warum ich hier gerade meine eigene Leiche looten kann, liegt daran, dass ich schon mal gejoint bin. Und da bin ich irgendwie witzigerweise gestorben. Ja, und jetzt liegt meine eigene Leiche vor mir. Naja, egal. Okay, Battlebird, willst du mal einsteigen, damit wir losfahren können? Ich sitze schon längst drin, ich bin dir meilenweit voraus. Okidoki. Ah, du klopfst dir schon die ganze Zeit auf die Hände, damit du auch losfährst. Cool, der Bus läuft noch von mir. Und mein Pickup hängt nicht mehr hinten dran. Oh. Ja, das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Baum. Was mir gerade mal so auffällt, ist, ich fühle mich gerade wie im echten Leben. So immer schön daneben dran sitzen, sich keine Sorgen machen, einfach nur zugucken, jetzt was trinken. Wunderbar. Okay, ich kann nicht in den Rotz einsteigen, wieso nicht? Hm. Alter. Weißt du noch, von wo wir gekommen sind, Battlebird? Ja, von der anderen Seite des Waldes. Egal, da unten ist Wasser, da fahre ich jetzt mal hin. Wasser ist immer gut. Ach, ihr müsst mich abholen. Ach ja, wir sind ja über den Feldweg gefahren. Ja, wir sind eine ganze Weile über so einen Feldweg gefahren. Also nur so ein bisschen, aber trotzdem. Ja doch, da vorne ist doch schon wieder Elektro. Leute, ihr müsst mich abholen kommen, weil mein Gefährt fährt nicht. Ja, wenn du weißt, wo du bist, dann müssten wir nur noch wissen, wo wir sind. Und dann würden wir dich auch abholen. Ja, ich habe eine Vermutung, wo ich bin. Da, eine Tanke. Da müssten noch Autos rumgammeln. So ein Pickup ist schon was Feines. Ja. Also mir gefällt er auch. Vor allem der wunderschöne, die wunderschöne Karosserie ist auch richtig geil. Perfekt erhalten. Der Motor funktioniert auch noch super. Einzige, woran ich ein bisschen zu meckern habe, ist, wir sind bei einer Zombie-Apokalypse und unsere Scheiben sind nicht kaputt. Das geht mal gar nicht. Oh, ein Jeep. Warte. Ich steig aus und check den. Du das. Erstmal natürlich hinten reingucken. Oh, nice. Was gibt's denn da? Rat mal, was da drin liegt. Keine Ahnung. Motorrad. Hier drin liegt eine Armbrust mit 6 Pfeilen. Oh. Eine Axt. 3 Autoreifen. Einmal Chemielichter. Dann, Benzintankteile. 2 leere Heatpacks, Wasserflaschen. Ja, alles sowas, ey. Nice. Ich guck mal, ob ich den fahren kann. Wenn ja, fahr ich den. Oder willst du ihn fahren? Nee, fahr du den. Also Leute, ich habe ein Motorrad gefunden, also ich komme euch jetzt entgegen. Wir müssten in Elektro sein. Oh, perfekt, ist ja noch. Perfekt, ja, erhalten. Gut, ihr müsstet. Oh. Du bist in Tscherno, oder wie? Ja, meine. Boah, ich habe 7 Frames, 8 Frames. Alter, was ist los? Also, es kann sein, dass ich gleich nochmal die Aufnahme kurz quitten muss, weil so geht es nicht. Was ist denn los? Ich hab keine Frames, also ich hab 8 Frames. Warum das? Keine Ahnung. Da wär ich mehr. Gucken. Ah, und da fällt mir noch ein, falls die Zuschauer sich fragen, warum ich nicht aufnehme, es liegt daran, dass wir ein bisschen Probleme haben. Ich müsste denen dann die Aufnahmen rüberbringen und es ist nicht. Ja, wir wohnen leider ein bisschen weiter auseinander. Warte und, mal, war hier nicht irgendwo ein Brunnen, wo wir die Wasserflaschen in deinem Auto gleich noch auffüllen können? Nee, ich glaube, die sind da hinten. Was ist da auf der Straße? Ein Motorrad. Oh, Motorrad, boah. Ich dachte, ihr müsst ein Typ, deswegen habe ich drauf zugehalten. Übrigens, so fahre ich auch im echten Leben Auto. Also nehmt euch von mir in Acht. Ja gut, Storm, wenn es bei dir mit dem Join nicht allzu lange dauert. Oder läuft es ja, wieder ich, flüssiger? Nee, leider nicht. Ich würde jetzt einfach Hasen mal. Fahren. Nein, der lebt würde noch. Mal, ah, würde. Ich würde mal kurz rausgehen und versuchen, was zu tracken. Ihr könnt ja auf deinen Bildschirm dann bei der Aufnahme. Ja, das ist aber dann ein bisschen blöd zu schneiden. Ich würde sagen, wir machen einfach einen ganz kurzen Cut und ich füge das dann wieder an. Jo, okay. Also Battlebird halt mal an. Ja,
dann machen wir hier an dieser Stelle einen Cut und sind gleich wieder da. Okidoki und tschüss. So, herzlich willkommen nach unserer kurzen Pause wegen technischen Problemen. Geht's jetzt eigentlich wieder, Storm? Sollte gehen, ja. Okay, ja, gut. Ja, ja. Wir sind hier immer noch auf der Straße, haben ein bisschen Mist gebaut und jetzt wollen wir die Kuh da drüben sterben sehen. Wir brauchen nämlich Fleisch. Ich guck grad, ob der weit noch gekommen ist. Ja, verfolgt mal den NPC-Wagen, der gerade noch an uns vorbeigefahren ist. Ich kümmere mich um die Kuh. Ich komme mal in eure Richtung. Oh ja, jetzt hat sich's wieder sehr beruhigt. Oh! Ach, da ist sie. Oh. Ich fahr Wheelie! Ich fahr Wheelie! Oh, cool. Jetzt nicht mehr. Oh. Wow, er schießt auf mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm zurück, komm zurück. Wo gammelt ihr ab? Was ein Bauer, warum schießt ihr auf mich? Was für ein Arschloch. Mach, dass du da wegkommst. Fick dich, ich war voll friedlich zu dir, du Arschloch. Hier sind übrigens Zombies. Oh mein Gott. Warte, ich komme, ich überfahre die, wenn die draußen sind. Ja, der ist ausgestiegen, der ist links von, rechts von der Fahrbahn, wenn du jetzt kommst. Pass bloß auf. Wow. Oh mein Gott, wo? Ich muss mich schnell bandagieren, ey. Was, links von der Fahrbahn oder rechts? Rechts von der Fahrbahn. Da ist ein gelbes Auto und da hat er eben ist ausgestiegen und hat mich angeschaut. Ne, hier oben. Wieso habe ich keinen Rucksack mehr? What the fuck? Ich sehe das Auto, aber ich sehe die NPCs nicht. Oh, ich höre NPCs, die auf mich ballern. Hast du die Zombies dort hinten überfahren? Hä, da ist noch ein Auto. Du legst dich gerade mit denen an, ne? Wir haben geschossen. Ice wurde getötet. Alter, das war der andere Spieler auf dem wir haben gerade einen Survivor. Oh, getötet. Sind wir geil. Sind wir Hardcore Ice. Nicht cool. Wir haben gerade einen Survivor gekillt. Naja. Och, geil. Meine Wheels sind angeschlagen. Naja, ey, gut. Ist so, kann man sich in NPCs irren. Ey, der hat auf mich perfekt geschossen. Das hätte auch ein NPC sein können. Nimm dir auf jeden Fall mal. Ne, du hast schon alles. Ey, der Streichhölzer. Oh, Streichhölzer sind gut. Nimmst du die oder soll ich sie nehmen? Oh, und eine G17. Nice. Nimm du dich. Ne, ich nehme die Streichhölzer, weil ich habe einen Stapel Holz. Ja, oh, hier in dem Auto ist auf jeden Fall noch ein Rad drin. Oh, Auto, ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. Wartet mal kurz. Soll ich mich entschuldigen dafür, dass ich ihn geschossen habe? Oder soll ich gar nicht sagen? Mach's lieber nicht, sonst wär's wahr. Ja. wartet mal kurz, wo seid ihr? Scheiße. Wo seid ihr? Wir sind, vor... Oh, der hat einen Werkzeugkoffer. Ich nehme den zweiten Werkzeugkoffer. Alter. Ich komm gerade auf dem Motorrad angefahren. Seid ihr an der Tanke? Nope. Wo seid ihr dann? Boah, in seinem LS-Pack hat er 2x20 Liter Kanister. Oh, geil. Kannst du einen nehmen? Ich kann nur einen nehmen. Warte mal. Leute. Du wirst es merken, wenn du die Straße lang fährst, rechts von dir ist ein Leuchtturm, dann diese große große Militärschiff und aus dem stehen da drei Autos auf der Wiese. Okay, ich bin jetzt in Elektro. In welche Richtung soll ich fahren? Du bist in Elektro, fahr Richtung Tscherno. Toll. Welche Richtung ist Tscherno, wenn ich aufs Meer gucke? Warte mal, rechts. Nee, ne? Da komm ich gerade her, ihr Nudeln. Ja, wo soll ich denn wissen, was mit für Scheiße dich erschossen haben? Ah. Wo fährst du denn lang, bitte? Keine Ahnung, ich dachte, dass ihr in Elektro seid, an der Tanke, wo ich vorher war. Ja, bis vor kurzem schon, ja. Ach, ihr seid doch so Idioten, ey. Nein, eigentlich nicht. Doch. Ah. Will das Alice-Pack öffnen. Da ist einer dreist. Muss ihr doch nicht wissen. Oh, böse, Junge, böse. Bist schon ein fieser Sack, oder? Ja. Nein. Ey, ich wusste nicht, dass es der Spieler ist, deswegen sage ich jetzt ganz nett und nein, so, ja, was hat dich gekillt? Oh mein Gott. Du zeigst praktisch Mitgefühl. Ja, genau. Ah. Stimmt, das soll cool sein. Oh, fuck it. Der Typ ist übrigens wieder gejoint. Mit P kannst du das sehen. Oh, shit. Ja, hab's gesehen. Rucksack öffnen. Ich glaube, der ist abgefuckt. Ja, ich glaube, der ist ziemlich angepisst. Ey, aber das Coole ist, ich habe zwei Magazine für meine Waffe. Digga, der hat ein GPS. Ja, mal ab mitnehmen.
Da kommt locker. Ein Motorrad gefahren. Ich. Was? Soll ich ab? Okay. Schieß was? Drauf. Wo seid ihr? Schieß drauf. Ja, guck doch mal nach links. Hä? Ja, umdrehen. Wir sind hier auf der Wiese. Ach, das seid ihr. Dann bin ich direkt an euch. Ich kann ihn noch abschießen. Ich kann Headshot geben. Hehehe. Alles Gute. Hallo. Gut, ich hab dir einen Wagen mitgebracht. Guck mal. Oh, yeah. So eine Frage. Hat eigentlich mal jemand auf die Uhr geguckt? Nein. Oh. Leute, in meinem guck Motorrad in, liegt Stuff drin. Ich würde sagen, wir machen jetzt in, mal noch. In deinem Motorrad ist was drin. Nein, was hab ich gerade gesagt? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch 5 Minuten und dann machen wir mal einen Cut, oder? Ja, dann machen wir eine neue Folge. Ja. Soll ich den UAZ nehmen? Mach was ja, du willst. Das, da fahre ich nämlich neben dran. Also das heißt, lass mich wieder fahren. Ah, Leute, wir könnten auch noch was versuchen. Und zwar. Tau, nein. Mach geht mehr. Da was dran zu tauen? Nein, der geht auch noch. Scheiße, da müssen wir ein Auto hier lassen, ne? Oh. Das Gelbe habe ich eben abgeschossen, da war das Spieler drin. Ah, okay, ja, gut, dann nehmen wir den hier. Also, nicht, dass ich jetzt den Spieler getötet hätte, ja. Nein, also, wenn ihr das guckt, das war ein NPC, ja. Ich bin ja nicht so, als würde ich Spieler töten. Ach, und was? Wenn der Spieler das irgendwann mitkriegen sollte, wenn ihr ihn kennt oder so, sagt ihm, es tut mir leid. Es tut ihm nicht leid. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Echt leid. Es tut uns wirklich leid. Oh, oh, wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Rein in das Auto. Rein ins Auto, rein ins Auto! Du blutest! Ja? Wo ist der? Wo ist der? Ich überfahr den, wo ist der? Ich kann mir einen Bloodpack geben. Ey, warte, warte! Oh, ich bin tot. Battlebird wird. Ey, Battlebird, wo bist du? Genau, wir verziehen uns! Wir ver. Ah! Nein, warte! Wo war der andere Typ? Ja, wo ist der? Ich seh ihn nicht. Ich auch nicht. Oh doch, ich höre ihn, aber nicht wo. Ich höre einen Haufen Schüsse an mir vorbeistreifen. Da hinten könnte er sein. Ey, wenn der jetzt. So ein Arschloch, ey! Hier hinten steht ein Auto auf jeden Fall, aber. Ja, und ich habe natürlich meine Fernrenderdistanz runtergestellt. Der muss gute Sicht auf uns irgendwie haben. Ja. Freie Sicht nach Möglichkeit. Das heißt, entweder vom Leuchtturm her oder von da oben vom Wald. Wald würde ich aber mal ausschließen. Oder es sind diese. Ist der Heli. Oder es ist der Typ, den du davor gekillt hast, Battlebird. Nein. Oh shit. Und wenn er ein absolutes Arschloch, dass er mich abknallt, ey. Ja. Ich habe schön 1 gegen 1 im Nahkampf gegen ihn gemacht, ja. Und er. Ja, ich schieße ihn aus der Ferne ab. Bastard, ey. Ich glaube, hier irgendwo kommt er her. Weil er kann uns immer noch sehen. Ich höre die Schüsse von links. Ja, ich auch. Da. Das sind Zombies. Da läuft wer. Das sind echt Zombies. Aber der Typ steht weiter oben. Da ist er am Hang. Am Hang. Echt? Ja, am Hang ist er. Oh. Wenn ihr wollt, könnt ihr es am Hang da oben. Am Hang, guck über die Zombies. Da, ja, da ist er. Ich seh's. Ich mach mal den Motor aus und schieß mal ab. Ja, klar. Oh der shit. Der schießt volle Kanne auf mich, ne? Ja, auf mich auch. Oh, der schießt gerade auf mich. Auf mich. Mach, dass du da wegkommst. Ja, ich will Battlebird noch looten. Weil der eine geilere Waffe hat. Du das. Ich hab die M41 mit CQC, CCQ Visier da. Ja, ach nee. Die will ich haben. Du letztes Mal hattest, ich hab 2 Magazine. Ist das ein fucking. Das ist ein Spieler, ne? Das ist ein Spieler. Natürlich ist ein Spieler. Ah, komm schon. UAZ. Ey, vielleicht war der Spieler nicht alleine, auf den wir geschossen haben. Das ist mir gerade rotz nee, egal. Ist noch ein anderer auf der Map. Ich versuch dich mal zu looten, Battlebird. Ey. Seht ihr mal, was das für Action bringt auf einmal? Ja. Der steht da oben noch in den Büschen. Okay. Also sei vorsichtig. Ja, achte mal oder geh mal ein bisschen auf die Straße, so dass du die Aufmerksamkeit auf dich lenkst. Ja, loote den mal schön. Ja, ich bin gerade dabei. Ah, ich leg mal meine Knarre und so ins UAZ. Ey, das ist mit Sicherheit ein Spieler. Ein Stückchen wegfahren. Ja, das ist ein Spieler. Das ist eh der. Da saßen ja 2 in dem Auto, glaube ich. Warum habt ihr eine Hacke im Auto? Die lag da von Anfang an drin, als ich das Ding gefunden habe. Da war auch die Armbrust mit 6 Schuss drin. Da ist auch ein Jagdmesser drin, ne? Und eine Sniper von mir mit 9 Schuss. Wenn die Sniper nehmen, könnt ihr den Typen abknallen. Also wenn ihr mit der Sniper gut umgehen könnt. Nee. Auf, komm, wir machen jetzt keinen so einen Bandenkrieg, sondern
Wir verziehen uns der einfach. Der sitzt da oben immer noch in den Büchen, Mann. Ja, achte einfach auf den. Heißt auf meine Waffe, ey, ganz im Ernst. Oder nein, ich hab sie schon. Okay, jetzt. Übrigens, ich hatte auch haufenweise Bandagen, Bloodpacks und sowas dabei. Ja, Battlebird, was viel wichtiger ist, wo, dass du darauf achtest, wo du spawnst, ne? Ich kann dich da drauf. Wo bist denn du, Poesie? Ja, hier, wo. Du bist bei Battlebirds, ich seh dich. Ja. Ah, da hinten. Okay. Wo fahren wir lang, nach links oder nach rechts? Kommt drauf an, wo Battlebird jetzt joint. Ich würde mal sagen, wir fahren mal hier links weg aus der Sichtweite vom Player. So, Moment, ich bin in Kamenka. Okay, Kamenka ist wo? Das heißt, ihr müsst einfach nur nach rechts fahren, dann müsst ihr mich finden. Also aufs Meer gesehen rechts? Ja. Okay, habt ihr eigentlich mal so eine andere Frage? Habt ihr die 20 Liter Kalister irgendwo reingelegt? Ja, einen habe ich bei dir ins Auto gelegt, einen bei Poesie. Okay, alles klar. Auch einen mitgenommen. Gut, in Kamenka, geh mal bitte auf die Straße. Du bist sicher, dass wenn wir aufs Meer gucken, nach rechts müssen? Also Richtung Tscherno? Nein, von Tscherno weg. Moment. Ja, nee, wir sind ja jetzt zwischen Tscherno und Elektro. Müssen wir jetzt Richtung Tscherno? Achso, Richtung Tscherno, ja. Ja, gut. Durch Tscherno, ich bin am anderen Ende. Okay. Ich hoffe, du bist dir da sicher. Ja, das ja, hoffe ich auch. Ich kenne mich aus. Bin doch schon erfahrener DayZ-Player und so. Ja, ganz erfahren, deshalb bist du gerade gestorben. Ey, was kann ich dafür? Dich nicht mit dem Typen anlegen? Ich will ja trotzdem noch Lieder machen müssen. Ja, aber komm, das machen wir einfach das nächste Mal. Ja komm, die Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Also, wer hätte wohl einen Grund, dich zu töten? Okay, ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch mal einen kurzen Cut für die nächste Folge dann. Spieler, ja? Warum sollten die mich töten? Würde ich auch mal so sehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Teil 5 müsste das dann sein. Oh, das weiß ich gar nicht. Doch. Ja, dann ab in Teil 5. Okidoki und tschüss. Man sieht sich. Tschüss.